Zumindest nebenbei so ein bisschen. Während dem Stream. Das ist ein Rettungskapsel 2. Ich hasse es. Manchmal, wenn es in Subnautica dunkel ist, ist es einfach schwarz. Bis auf die Luftblasen im Wasser ist einfach alles schwarz. Ich weiß halt nicht mal, wo ich gerade hinfahre. Ich sehe nichts. Vorteilhaft, würde ich sagen. Ja, ja, klar. Ich weiß zwar nicht unbedingt für wen, aber für irgendwen wird das vorteilhaft sein. Ich glaube, für gar keinen. Keine Sorge, die Monster finde ich auch im Dunkeln, die sind das gewohnt. Die stört wahrscheinlich eher das Licht. Ohne Licht ja. Würden sie auch nicht angreifen. Ist das ein Rumpffragment? Ist das ein Rumpffragment? Rumpffragment, ich brauche nur noch ein Rumpffragment, dann kann ich den Scheiß den liebenswerten Zyklopen bauen. Liebenswerten Zyklopen? Ja, dieses. Ist doch dieses riesige U-Boot, oder nicht? Irgendwas war doch da. Ja, der Zyklop ist dieses riesen U-Boot. Das Ding ist wirklich genial. Ich weiß nicht, ich hatte es noch nie. Ich meine, du kannst in dieses Ding bauen. Also brauchst du dann gar keine Basis mehr. Das Teil ist riesengroß und du kannst es halt eben mit Schränken vollstellen, Batterieladestationen, hast du nicht gesehen. Klar, es hat immer noch Energie und ich glaube, du kannst diese Ladestation für die Lichter reinmachen oder. Nee, ich glaube, das Ding kann ja keine Energie erzeugen, glaube ich. Also du brauchst schon noch eine Basis. Aber du kannst schon auf Plünderung zugehen, wenn du da. Ich glaube, ich hatte da 6, 8 Schränke drin stehen. Da ist ein riesiges Elektrovieh. Ich habe beschlossen, ich werde meine Motte nicht so offen rumstehen lassen. Sie wird ja, in irgendeine Ecke gestellt. Das ist schön, wenn du aussteigst aus deiner Motte, dich umdrehst und siehst, wie so ein Vieh mit der Motte im Maul davon schwimmt und du denkst dir so. Hallo? Ich weiß gar nicht, wenn die Motte zerstört wird, ob die Ressourcen dann auch verloren sind oder. Ja, die sind halt weg. Das ist schön, wenn das dann noch so in der Ferne siehst, es mal Boom macht und du weißt, okay, das war mein Schiff. Ich schwimm dann mal nach Hause. Dann guckst du so, ach cool, 2 Kilometer. Was ist das? Oder anders gesagt, ich will's nicht wissen, lass mich einfach vorbei. Rettungskapsel 2? Ist da eine Öffnung? Hä? Ist hier denn alles voller Wölfe? Oh. Hast du eine Öffnung? Hast du eine Öffnung? Steht direkt vor der Öffnung. Okay. Ja. Nichts anderes wie erwartet. Ah! Geh weg! Geh weg! Ich komme aus der Rettungskapsel raus, steht auf dieses riesige Hirnvieh direkt vor mir. Ah, ich glaube, geh weg sagen ist nicht so effektiv. Nö, ich habe ja meine Stoßkanone, ich stoße es einfach weg. Ah. Ich bin so ein typischer Schulmobber, weißt du? Weg, weg, geh. Tschüss. Ich schub's dich weg. Aber irgendwie, wenn man keine Angst mehr vor den Viechern hat, sind die irgendwie ganz nett gemacht. Diese Hirnviecher zum Beispiel, sind irgendwie ganz süß. Motti, warte auf mich. Brauch doch deinen Sauerstoff. Welcome
Wobei, meine Tauchflasche hat mittlerweile für 225 Sekunden Sauerstoff. Das ist so, jo. Wir sehen uns dann in 2 Minuten oder in 3. Ja. Oh, 2,5 Minuten. Aber andererseits, du brauchst diese Reichweite auch. Ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen, ich meine, du spielst hier ein Spiel, wo es Raumschiffe gibt, aber die sind nur in der Lage, Sauerstoffflaschen zu bauen, die für 3 Minuten halten. Was zum Teufel ist hier los? Ja, statt irgendwie so ein Elektrolysegerät, dass du unendlich tauchen kannst, ne? Die macht, als wenn ihr an euren Raumstation arbeiten müsst. Oh, ich muss in 2 Minuten wieder rein, meine Sauerstoffflasche ist leer. Das ist dann wie die Eliminatoren, hießen sie ja, glaube ich, in der Sowjetunion. Einmal rüberrennen, eine Schaufel rumschaufeln, dann direkt wieder zurückrennen. Wobei, ich lache jetzt so schön, die Eliminatoren fanden das wahrscheinlich nicht ganz so geil. Meinst du? So, ich habe verlorene Gnade gefunden. Ich raste. 4700 vorhandene Runen. Level up, ich komme. Also, Lifepod 2 ist erledigt. Sieht schon cool aus. Aber ich glaube, wenn das Aggro auf mich wird, dann habe ich auch ein Problem. Jetzt schwimmen die an. Ah, ich kann ihn aber schon mit der Stoßkanone ein gutes Stück wegschießen. Ja, nur hat er mich jetzt einmal entdeckt und will mich auch nicht so schnell loslassen, oder? Oh doch. Gucken wir mal auf Motti. Wo findet man Lithium? Relativ weit unten. Ich würde mal sagen, so ab 200 Meter Tiefe. Direkt unter meiner Basis, unter dieser Insel zum Beispiel. Da habe ich ja auch Lithium. Ah, da ist noch eine Signalboje. Musste ich doch, dass es gut ist, eine mitzunehmen. Aber Lithium, wie gesagt, so ab 200 Meter kannst du das, glaube ich, finden. Am besten in diesen, nennen wir es mal Stufe 3 Ablagerungen zum Beispiel. Es gibt ja erst diese Kalkstein, dann diese Sandstein, diese runderen. Und dann gibt es hier noch mehr in der Schwarz. Und das sind dann, glaube ich, Schieferablagerungen. Da findest du dann Diamanten, Rubine, Lithium. Ich glaube, Gold ist da auch noch drin. Hey, warum habe ich nicht schon wieder... Ich jetzt ab in die Haie. Schon? Ja, dummerweise muss ich ja arbeiten. Ja, 33 Sekunden. Ich bin 300 Meter von meiner Motte weg. Ich versuche es mal noch. Schwimm um dein Leben, schwimm. Na dann. Jo, dann gutes Nächtle. Ja, danke. Ja, 100 Meter, 12 Sekunden. Oxygen. 9. 6. 3. Ha! Muh, ha, 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 ha! Will ich dir aber immer noch einen Namen geben? Ich hab doch. Ja. Brauche ich denn zu viel? Da bin ich zwischendurch stehen geblieben. Ha! Herzlichen Glückwunsch! Du bist ja bald ein stolzer Motti-Besitzer. Kannst dann direkt dem Reaper mal Hallo sagen. Hast ja gerade eben schon mitgehört. Der frisst dann direkt deine Motte auf und dann kannst du direkt neu craften. Wobei, es geht sogar eigentlich vom Preis her, der Motte. Fossilen Höhlen. Schließlich hat die werte Stimme der KI ja gesagt, hier gibt es viele fossile Rohstoffe oder Überreste.
ja, diese Blutöl. Ja, Blutöl. Gold. Noch mehr Fische. Sieht schon abgespaced hier aus, okay. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Gebiet, was dann mit der Infizierung später mal interessant wird, aber... nee. Ja, vor allem 500 Meter. Wie kommen wir da runter? Oder mit dem Zyklop? Nicht teuer? Nö. So teuer sind die nicht, ne? Ich weiß schon gar nicht, was die gekostet hat. Ist ja schon etwas über 24 Stunden her. Ich weiß nicht, ob es diese natürliche Angst im tiefen Ozean ist, aber wenn diese Geräusche kommen, so direkt zur Gänsehaut, so, ah, Hilfe, wohin muss ich flüchten? Aufheben? Nö. Ein bisschen Platz haben wir noch. Achso, erstmal wieder Motte verstecken. Signale, Rettungskapsel haben wir erledigt. Signalboje 1. Können wir eigentlich mal suchen. So, Hirnmonster kann aus. Signalboje 1, was war das nochmal? Energiezelle, Titanbarren, zwei Glas, ein Öl und ein Blei. Ja, ich glaube, dann könnten wir uns 3 Stück machen. Ich glaube, wir haben 3 Energiezellen, was so nebenbei irgendwo rumliegen. Oder 2. Glas haben wir definitiv genug. Titanbarren findest du ja überall, Titan. Öl genauso. Und Blei, ja, findest du eigentlich auch in relativ rauen Mengen. Schubkanone. Ach, das wäre so ein Rochenvieh. Doch, da ist ein Blasenfisch. Komm her, put, 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 put. Oh, da haben wir wieder Blei. Ich kann dich jetzt ärgern, hier. Guck mal, da ist ein Lithium-Vorkommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Lithium da rauskommt. Bestimmt so 5, 6. Ich glaube, dafür brauchst du dann diesen Krebsanzug wahrscheinlich. Ah, der hat ja, glaube ich, diesen Bohrer. Ja gut, kein Platz mehr. Waren wir dem Wrack schon mal? So, die fossilen Höhlen. Können wir eigentlich auch deaktivieren? Gehen wir erst nochmal zur Rettungsinsel. Theoretisch müsste da noch ein bisschen Inventarplatz übrig sein. Dann ernähren wir uns nochmal. Sagen, können wir auch hier machen, aber nein. Wir können den Fisch ja nur kochen, aber wir brauchen dann immer noch Wasser dann. Da ist Schrott, da ist Titan. Da ist noch mehr Titan. Und da ist noch mehr Titan. Mein Gott.
Ich brauche es. Ich will es. Aber das sind Raketen. Fuchst mich ein bisschen. Dass man dann wie so alles nochmal separat herstellen muss. Herzlichen Glückwunsch. Stolzer Besitzer einer Motti. Kannst ja versuchen, besser als ich zu fahren und nicht überall gegen zu dotzen. Ansonsten nimm direkt dein Reparaturwerkzeug mit. Lege es gar nicht aus der Hand. Einmal Titan, zweimal Titan. Einmal Titan? So viel Schrott gesammelt. Viermal? So, Motti, hast du... Nein, du hast keinen Schrott. Dann ist gut. Warum fahre ich überhaupt hier rein? Ich suche Fische. Strahlung? Wieso? Da! Wasserfisch, Wasserfisch. Wasserfisch, hey, Plural, sehr gut. Drei Stück nur? Und halt noch ein paar andere. In der... Kann man, glaube ich, nicht sammeln. Nein. Kannst du aber mitkommen. Ist das ein Wasserfisch? Ja, Wasserfisch. Nein. Komm her. Nee, Basis. Da, Rettungsboot. Zweimal neu bauen. Oh, da habe ich ja noch ein bisschen Vorrat. Ich habe es ja noch nicht einmal neu bauen müssen. Aber das Spiel ist auch noch nicht vorbei. Ich sehe es gleich. Während dem Kochen ist er verdurstet. Nein. Wie der Timo schon sagt, das ist reine Fleißarbeit. Ich bin doch eigentlich ein Minimalistenkünstler. Fleißarbeit ist doch nichts für mich. Na. Was habe ich gesagt? Ich fahre überall gegen. Direkt wieder Verlust. So, Signalboje 1. Weil eventuell können wir die einfach direkt wieder mitnehmen. Weil ich mutmaße mal, da ist nicht viel. Bisschen Platz haben wir noch. Jetzt sag nicht, das ist der andere Eingang zu diesen Pilzhöhlen, die wir schon zu Ende erkundet haben. Ja, 500 Meter. Doch, doch, das ist definitiv... Schon wieder so kaputt? Arme Motti. Was? Komm, geh weg.
gerade repariert, direkt wieder kaputt. Schämen sollten sie sich. Ja, ja, da ist unser kleiner, ja, unser kleiner Außenposten, kleiner Vorposten. Aber ich glaube, den werden wir so nicht weiter benutzen oder brauchen. Weil hier ist ja sonst eigentlich gar nichts. Da würde ich lieber versuchen, den einen, den wir haben, weiter auszubauen. Strahlung? Ernsthaft? Eine Signalboje 1 hinten, aber einfach mal mitnehmen. Wie viel Platz haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Schrott. Hätten wir noch 2. Signalboje hätten wir noch einen. Wir müssen noch einen Gegenstand mitnehmen. Einen kleinen. Was ist denn jetzt Signalboje? Pilzhüllen? Au. Da habe ich so schön gesagt, wir können einen Schrott noch mitnehmen. Jetzt sieht hier kein Schrott mehr rum. Ah, da ist er ja. Wie gewünscht. Jetzt hier nochmal irgendwie Quarz rumliegt. Wunderbar. Wobei, wir haben ja den Live-Pod noch vollgemüllt. Na egal. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Hey, ist die Signalboje. Ist sie jetzt ernsthaft da drin? Top. Machen wir sie einfach aus und verbuchen sie als Verlust. Ist das dämlich. Na gut, zurück zur Basis. Ein bisschen ausbauen. Nur den Klötzen? Ich glaube, in den Pilzhöhlen, wo wir gerade waren, war aber auch Lithium. Wir können ja nicht nochmal unten nachsehen, aber ich meine, Frage ist, wie tief du kommst. Motto kommt ja standardmäßig 200 Meter. Wenn wir jetzt mit dem Gleiter runterfahren, Kreislaufgerät nehmen wir jetzt einfach mal mit. Aber ich glaube, hier müsstest du auch Lithium finden können. Also jetzt nicht nur diesen Brocken hier. So.
Oh Gott. Wo sind wir hingegangen? Da. Ich meine doch, hier wäre auch Lithium gewesen. Merkwürdig. Zweiter Offizier? Der war doch unter unserer Basis, oder nicht? Der ist ja auf 300 Meter Tiefe mit der Motte zusammen. Selbst wenn du die auf 200 Meter hast, würde es ja ungefähr hier auf 190 haken zum Beispiel. Wenn du dann runterfährst. Maximale Konzentration. Ja, hier nicht. Silber. Energiezellenladestation. Hier, Lithium. Da ist Lithium. Im Endeffekt sind wir jetzt knapp 100 Meter weg von dem Offizier, aber auf knapp 300 Meter Tiefe. Ich gucke gerade, ob es hier noch andere... Hier ist nochmal Lithium. Energiezellen haben wir schon, Lithium... Nochmal Lithium. Auf jeden Fall hier bei dem Offizier, das ist ja mehr oder minder direkt unter dieser schwebenden Insel. Weil da mit der Motte runterfährst, müssen es auf jeden Fall noch Lithium finden. Du theoretisch noch mehr als ich. Du hast ein Gewehr. Bin ich neidisch. Will auch eins. Ja. Haben wir zufällig Quarz dabei? Ha, in weiser Voraussicht. Konstruktion. Rettungskapsel deaktivieren. Wenn wir uns ja auch hier runterbauen. Die Tiefe sollte theoretisch sogar schon zu viel sein. Aber ich will mal kurz runter. Denn normalerweise müsste mein Essen fertig sein. Das wäre sehr angenehm. Dann bis gleich.